Leute, es ist soweit. Ich habe Geburtstag und werde 34 Jahre alt. Am 30.07. ist es soweit. Und zwar, wir haben uns tolle Reduzierungen ausgedacht, tolle Bundles und eine Kooperation mit Hoffmann. Wir releasen eine 99 Stück limitierte Uhr. Also seid mit dabei am 30.07. Livestream. Es wird alles, es wird unglaublich. Wir sehen uns. Gut, großzügig. Na gut. Es geht um das Parfüm, ne? Weiß nicht, warum die anderen jetzt nichts bekommen haben, aber gut. Du hast mich verwirrt. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier mit dem Marc Eggers. Es freut mich sehr. Wir haben schon ein Video. Ja, klar. Du zeigst doch auf mich gerade. Ja, hallo. Wir haben schon ein Video abgedreht und zwar bei ihm auf dem Kanal. Geht gerne rüber, unten ist auch alles verlinkt. Wir haben Sergio Argento getestet bei einer Straßenumfrage. Ich habe sowas noch nie gemacht und es war wirklich der Wahnsinn. Und jetzt drehen wir das zweite Video und zwar, die Leute können etwas gewinnen. Ja. Ich werde dich das jetzt als erst fragen, da du schon aber... Da willst du wieder die Hand geben. Nee, ich bin jetzt verwirrt auch gerade. Bei dir geht's auch so schnell. Los, bei mir geht's rüber die Luft. Die Leute können was gewinnen. Ich sag jetzt, was sie gewinnen können. Ja, genau. Was Orange Flamingo. Genau, wenn sie richtig schätzen. Und zwar, wir haben in dieser Box einen Wert. Also wir haben drei Uhren. Deswegen sind wir auch hier mit sechs Leuten unterwegs. Und zwar, diese drei Uhren haben wir in der Box. Und die Leute müssen wissen, wie viel das wert ist. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen tricky. Und wir können einfach mal mit dir anfangen, Marc Eggers. Kann ich auch gewinnen? Du kannst natürlich auch gewinnen, ja. Was denkst du, was diese Box wert ist? Die Box oder der Inhalt? Der Inhalt. Ja, die kennt sich gar nicht. Voll ein Scheiße immer, ne? Boah, ich glaube, die kostet 50. Gesamt. Muss kurz stoppen. Können wir weitergehen, bitte? Ja. Kurze Unterbrechung, oder was? Ganz kurz Unterbrechung. Unterbrechung. Ja. Also, was würdest du sagen? Was haben wir jetzt hier in der Box? Uhren. Also, Uhren sind erstmal drin. Ja. Du möchtest auch diesen deutschen Vibe, also möchtest du beibehalten. Ne? Ganz korrekt. Wie viel ist das wert? Ja, sehr viel. Ja, ja, genau. Ja. Wie man es von mir kennt, ne? Der ganz korrekte. Nee, ja. Natürlich nicht. Also, ich glaube, vielleicht ist die ja ultra teuer links, ne? 220.000. Boah, nein, ist viel zu viel. Oh, 138. Du hast mich verwirrt. Der macht einen nervös, ne? Ja, nur ganz kurz, also die kostet, wie viel war ich richtig? Die kostet 50. Ey, das habe ich gesagt. Ja. Ich habe doch 50 gesagt. Okay. Die kostet 63 und die 25. Von daher, wir fragen jetzt mal ein paar Leute und dann mal schauen, ob sie richtig, wenn sie richtig raten, bei einer Abweichung von 10.000 Euro werden sie einen Orange Flamingo von uns bekommen und mal sehen, ob sie sich darüber freuen werden. Wir gehen weiter. Ihr habt das Glückliche losgezogen. Ihr müsst schätzen, wie viel Wert hier in der Box ist. Falls ihr richtig seid, könnt ihr einen Orange Flamingo gewinnen mit einer Abweichung von 10.000 Euro. Ist das was? Ja. Okay. Wenn ihr falsch liegt, müsst ihr den Wert der Uhren an mich zahlen. Perfekt, Jungs. Also schaut mal rein. Kennt ihr die Marken? Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade jüngere Leute sich etwas besser auskennen als die ältere Generation. Und jetzt enttäuscht mich nicht. Also welche ist die teuerste Uhr hier in der Box? Ich hätte gesagt, in der Mitte. Vollkommen richtig. Patek ist die teuerste. Sehr, sehr schlau. Hat's ja, ne? Wisst du schon mehr als du fast. Ich bin gerade echt traurig, aber ja. Klar, der hätte mehr von mir erwartet. Ne? So, dann sag mal, haut mal raus, was diese Box komplett wert ist. Es geht um das Parfüm, ne? 200 Euro. Es gibt nur ein Parfüm für beide, müsst ihr euch halten. 190.000. Ah, leider. 138 wäre es gewesen. Komm, aber du darfst auch nochmal. Ach so. Ja. Jungs, vielen, vielen Dank. Vielleicht beim nächsten Mal, ja? Okay. Wie viel war es jetzt? 134 oder 140? 138. 138? Gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Straßenumfrage. Und zwar fragen wir die Leute heute mal, wie viel Geld habt ihr denn auf dem Konto? 30.000. Selbstverständlich. Ja. 30.000, ja. Kennt ihr euch mit Uhren ein bisschen aus? Rolex schon mal gehört? Dann, wie viel ist diese Box wert? Er sieht mir ein bisschen aus, hätte ein bisschen mehr an. Wie ist dein Name? Liviano. Liviano, sehr schöner Name. 300.000 ist knapp daneben. Wir sind bei 138. 138? Aber Liviano. Vielen, vielen Dank trotzdem. Das war für dich, für die Hitze, ja? Gut, großzügig, na gut. Weiß nicht, warum die anderen jetzt nichts bekommen haben, aber gut. Das sollte jetzt nichts heißen, nicht heißen, dass die anderen mir nicht sympathisch waren, aber die sahen so lost aus. Ich habe dann gedacht, weißt du, musst dir was da lassen. Das Orange Flamingo, das Parfum, möchtest du umsonst haben? Ja, gerne. Dafür musst du mir nur eine Frage richtig beantworten. Und zwar, guck mal in die Box. Boah. Du musst mir nur verraten, wie viel Wert ist da drin? Alles zusammen. Alles zusammen. Willst du das Parfum haben? Ja, ja, ich bin am Überlegen. Ich man gewinnt es ja auch, wenn man falsch liegt. Gar kein Thema bei Marc, aber trotzdem gibt ihr immer Mühe. Boah, 100.000 insgesamt. Ja, und du denk nochmal drüber nach. Mehr oder weniger? Ja. Okay, dann vielleicht ein 3, 4. 130? 130.000 meinst du? 300.000 und 400.000? 130.000. Damit hast du tatsächlich das Parfüm gewonnen. Richtig, 130.000, ganz ehrlich? Ja. Hey. Herzlichen Glückwunsch. Hey, viel Spaß damit, ja? Du bist ein Kenner und weißt du was? Du kannst auch die Uhr mitnehmen, komm. Nein. Die erste Uhr holst du wo? Bei dir natürlich. Genau. Lass den Markt nicht hängen? Nee, nee, ich lasse ihn. Wir ziehen weiter. Kann ich ein Foto noch mit dir? Ja, klar. Die erste Uhr holst du wo? Bei Marc Eggers. Eine gefälschte aus Istanbul.
Kennen Sie uns? Nein. Sie kennen uns nicht? Nee, ja, ich bin auch Tourist hier. Ah, Sie sind auch Tourist. Aber Rolex kennen Sie, die Marke? Rolex, ja. Rolex kennen Sie? Ja. Sie müssten jetzt einmal erraten, wie viel Wert da drin ist. Oh, ich denke 10.000. 10.000? Ja. 10.000? Der Koffer jetzt. Ah, komplett. Nee, nee. Also diese drei Uhren zusammen. Oh, ja, 10, 15, ja, denke ich. Da 10, kriegt 15. Man selbst bei Louis Vuitton keinen einen Schlüsselanhänger für. Ja, da weiß ich. Aber ja. ich das ist eine Rolex. Ich bin, ja, da weiß ich schon, aber ich habe keine... Ja, leider ein bisschen daneben. Ja. Ja. 138.000 Euro sind das jetzt. 138.000? Komm, aber dann nimm mit für 10, komm. Ja. Aus Holland oder wie? Ich bin keine Glocken. Kein Uhrenträger? Hm? Kein Uhrenträger. Nee, nee. Ja, okay. Aber aus Holland? Was? Aus den Niederlanden? Ja, Niederlande. Ja, okay. Ja. Sehr schön. Genau. Ja, das war unsere Frage schon. Ja, okay. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, tschüss. Ja. Gibt es eigentlich nichts zu lachen. Sie waren nicht gut. Ja, es war schlecht. Ich war ein bisschen richtig. Ja, alles gut. Grüße, ne? Ciao, ciao. Warte, okay. Wir müssen gehen. Ja? Wir müssen gehen. Ja? Ja, wir müssen definitiv los. Ja, Leute, wir haben ein bisschen für Unruhe gesorgt in der Kölner Innenstadt. Leider. Ich war nicht schuld jetzt. Nein. Ich war mal nicht schuld. Leider müssen wir an dieser Stelle abbrechen. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Lasst mal gerne in den Kommentaren da, falls wir es nochmal machen sollen. Und dann vielleicht mit Fake-Uhren drin. Das wäre lustig. Und wir bewegen uns wieder nach Hause. Hat's Spaß? Ey, super. Es war auch für mich meine Premiere, bei dir dabei zu sein, bei so einer Umfrage. Ja. Und ich habe mich zurückgehalten. Ich habe mal nicht viel Scheiße gelabert, sondern war nur der Typ, der das Parfüm gehalten hat. Ja. Aber war schön. Super. Dann bis demnächst. Ja, und wir fahren jetzt wieder. Ciao, ciao. Aber ganz schnell fahren wir jetzt. Wir hauen jetzt schnell ab. Tschüss.